Angesichts steigender Infektionszahlen stuft die Bundesregierung nun fast ganz Spanien als Corona-Risikogebiet ein. Auch Mallorca-Reisende sind betroffen. Das entschieden die beteiligten Bundesministerien, hieß es aus Regierungskreisen. Ganz Spanien ist nun Risikogebiet, mit Ausnahme der Kanaren. Die Corona-Lage auf den Balearen hatte sich in den vergangenen Tagen massiv verschlechtert. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt nun schon den dritten Tag in Folge über 50. Paul Willmann vor dem Kanzleramt in Berlin. Diese Werte sind schon seit Tagen über dem Grenzwert. Was hat die Bundesregierung bewogen, bis zum Nachmittag mit der Entscheidung zu warten? Man wollte abwarten, ob es tatsächlich ein Trend ist oder doch nur eine Momentaufnahme. Das hat Heiko Maas, der Außenminister, auch immer wieder klargemacht in den letzten Tagen. Man kann das vielleicht ein bisschen vergleichen, wie wenn in Deutschland ein Landkreis auch über diese Grenze eben von 50 Neuinfektionen innerhalb der letzten 7 Tage hoch oder runter gerechnet auf 100.000 Einwohner kommt. Dann gibt es nicht sofort Konsequenzen, sondern wird erstmal abgewogen. In diesem Fall ja eben zwischen Außenministerium, Gesundheitsministerium und Innenministerium. Inzwischen ist aber klar, ja, das ist ein eindeutiger Trend über die letzten 14 Tage, eigentlich nur steigende Zahlen, auch in einem Bereich, der deutlich höher ist als das, was wir in Deutschland kennen, und deswegen jetzt dann diese Entscheidung. Und was heißt das jetzt für Urlauber, für diejenigen, die noch hinwollen und vor allem für diejenigen, die bereits da sind? Also für die, die dort sind, ändert sich im Prinzip nur die Verpflichtung zum Test. Also man muss zurück und dann eben am Flughafen auch diesen Test machen, sich beim Gesundheitsamt natürlich auch melden. Der ist ja kostenlos inzwischen, das ist ja klar. Die Infrastruktur wurde ja auch so aufgebaut, dass man den kostenlos machen kann. Aber es ist jetzt eben ganz klar, jeder, der aus dem Bereich kommt, also aus Spanien, aus Mallorca auch zum Beispiel, der muss diesen Test auch dann vorweisen. Das ändert vor allem natürlich für die etwas, die schnell zurück in die Arbeit wollen. Beispielsweise, man landet Sonntagabend, dann kann man mitnichten am Montag in die Arbeit gehen, sondern man muss tatsächlich erstmal sein positives Testergebnis abwarten, und so lange hat man dann in Quarantäne zu bleiben. Da wird der ein oder andere sicher in Erklärungsnot kommen, auch vor dem eigenen Chef. Und für alle, die natürlich noch hinwollen, bedeutet das, die, die Pauschalreisen gebucht haben, das sind die Glücklichen, wie eigentlich fast immer, die können zurücktreten, ohne dass sie dann am Ende wirklich zahlen müssen. Und die, die Individualreisen gebucht haben, also selbst den Flug, die können theoretischerweise auch noch ausreisen. Dort ist aber dann natürlich auch wiederum die Frage, wie ist das dann mit den Hotels vor Ort? Da ist deutlich mehr Unsicherheit. Paul Willmann, danke für die vielen Informationen vors Kanzleramt.